Willkommen zum Tagesevangelium. Heute heißt es im Matthäus-Evangelium: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ich dachte, das Himmelreich sollte allen bekannt werden. Es ist wie ein Schatz, der in einem Acker vergraben war. Das Himmelreich will entdeckt werden. Und wissen Sie, was die interessanteste Entdeckung ist, wenn man enttäuscht wird? Das Wort Enttäuschung meint ja, dass ich eine Täuschung hatte und jetzt sehe ich plötzlich die Wahrheit. Es sah aus wie ein normaler Acker und es zeigt sich, darin ist ein Schatz. Ich werde enttäuscht. Und ich rate Ihnen das heute mal, wenn Sie so an Enttäuschungen denken, dass Sie dann nicht mit der Stimmung runtergehen, sondern dass Sie mal Ihre Neugier anheizen. Neugierig werden auf das, was ich nicht gesehen habe. Du hast mich aber enttäuscht. Das ist eher kein Vorwurf, sondern eher etwas, was man sich sagen sollte. Ich habe mich täuschen lassen. Ich wollte nur sehen, was ich sehen wollte. Und ich habe gar nicht gesehen, was die Wahrheit ist. Darum gefällt mir das so gut mit diesem Acker, wo der Schatz drin ist. Wenn wir alles so anschauen, dass da drin auch ein Schatz sein könnte, dann wird der Blick ganz anders. Ich wünsche Ihnen einen solchen segensreichen Blick. So segne Sie Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.